Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin im Internet auf eine etwas weihnachtliche Geschichte gestoßen. Es ist jetzt keine schöne weihnachtliche Geschichte, wie ihr vielleicht annehmen könnt, aber es ist halt mal wieder mega interessant und das Ganze ist genau morgen vor, lasst mich kurz rechnen, ich glaube vor 59 Jahren passiert. Und ich dachte, das passt jetzt wirklich mega gut. Vielleicht habt ihr euch auch mal ein bisschen eine weihnachtliche Geschichte gewünscht oder eine, die so in diesem Zeitraum abgespielt hat. Und ja, es geht um den Fall Familie Perelson. Das Ganze ist übrigens auch unter dem Namen Los Feliz, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, unter dem Namen Los Feliz Mörderhaus bekannt. Könnt ihr auch gerne mal im Internet googeln. Und ja, Los Feliz, Stadtteil von Los Angeles im Jahre 1959. Vor einigen Jahren zog dort die Familie Perelson ein, bestehend aus den drei Kindern Judy, die damals 18 war, Joelle, der 13 war, und der 11-jährigen Debbie und den Eltern Dr. Harold und Lillian. Und sie zogen dort eben in diese große Villa ein, nahe den Graffiti Park Falls. Und nach außen hin schienen sie wirklich wie eine Bilderbuchfamilie. Jeder dachte so, oh, sie sind ja sehr wohlhabend, wenn die sich so ein großes Haus leisten können. Und es schien einfach alles ganz normal. Nach innen war das Ganze dann ein bisschen anders, aber das werdet ihr im Laufe der Geschichte ja noch erfahren. Am Abend des 5. Dezember 1959 saß die ganze Familie ganz gewöhnlich zusammen in der Küche und alle aßen gemütlich Abendessen. Sie aßen grüne Bohnen und kurz darauf legte sich Lillian schon schlafen, also die Mutter, weil sie an diesem Abend wohl besonders müde war und einfach gerne früh schlafen gehen wollte. Dr. Harold, also Harold, der Vater, brachte die Kinder noch ins Bett. Ich denke mal, Judy, die 18-jährige Tochter, musste jetzt nicht unbedingt ins Bett gebracht werden, aber eben die anderen Kinder. Und daraufhin legte sich Harold selber schlafen. Es war also ein ganz normaler Abend im schönen Los Feliz in der kleinen Villenstraße und alles schien perfekt und ruhig und nichts deutete auf das hin, was sich jetzt bald abspielen sollte. Mitten in der Nacht wachte Harold dann auf. Ich weiß nicht genau, ob er da wirklich schon einfach so aufgewacht ist oder ob er irgendwie gar nicht richtig schlafen war. Auf jeden Fall stand er aus dem Bett aus, ging im Haus umher und nahm sich einen Schlosserhammer, ging dann zurück ins Schlafzimmer, wo seine Frau Lillian schlafend lag und schlug ohne irgendeine Vorwarnung oder ohne dass irgendetwas vorher passiert war, auf sie ein, bis sie, das Blut spritzte wirklich aus ihrem Körper, bis sie dann innerlich verblutete und ja, ganz, ganz grausam. Man weiß nicht, warum hat er das jetzt in diesem Moment getan? Hatte er das geplant? War es spontan? Okay, das ist jetzt genau das Gleiche. Und so weiter. Und das war auch nicht genug der ganzen Sache, denn er beschloss, einfach weiterzugehen. Er ging dann zu seiner Tochter Judy ins Zimmer, zu der 18-Jährigen, und wollte auch auf sie einschlagen und genau das Gleiche mit ihr machen wie mit seiner Frau Lillian, die nun tot in dem Schlafzimmerbett lag. Und Judy wachte zum Glück noch rechtzeitig vorher auf. Vielleicht hatte sie schon irgendetwas gehört aus dem Schlafzimmer. Die Mutter hatte allerdings nicht geschrien, denn das Ganze ging so schnell, dass sie auch überhaupt keine Chance mehr hatte, irgendwie zu schreien, weil ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Man wacht auf, weil auf einmal der Mann wie bescheuert mit dem Hammer auf einen einschlägt. Ich weiß gar nicht. Das Ganze ging einfach viel zu schnell. Judy, wie gesagt, hatte Glück und sie ahnte wohl irgendwie schon, was ihr Vater da jetzt in dem Moment vorhatte. Also jetzt nicht langfristig, aber in dem Moment sah sie es. Okay, ich glaube, der dreht jetzt völlig durch. Und sie schrie wie am Spieß, stand auf, rannte dann runter zu den Nachbarn. Sie war bereits etwas verletzt, weil der Vater schon einige Male auf sie eingeschlagen hatte. Aber es ging ihr soweit noch gut und sie klingelte dann an den ganzen Nachbarhäusern. Und zum Glück machte ihr auch eine Frau namens Marshall Ross auf und von dort aus alarmierte sie die Polizei. Währenddessen, wir schauen nochmal ins Haus der Familie. Die beiden anderen kleinen Geschwister waren von ihrem Geschrei aufgewacht und
standen auf und trafen dann im Hausflur ihren Vater, der blutüberströmt war. Und ich weiß auch nicht, wie traumatisierend das für so kleine Kinder sein muss, wenn man mitten in der Nacht, wirklich wie in einem Horrorfilm, man steht auf, will irgendwie schauen, was da vor sich geht, dann steht da auf einmal der Vater überall voller Blut mit einem Hammer in der Hand, wahrscheinlich wie so ein Irrer da. Und ja, er sagte dann nur zu seinen beiden kleinen Kindern, legt euch wieder hin, es ist alles nur ein Albtraum, es ist alles in Ordnung, geht einfach wieder schlafen. Und ja, total krank. Kurz darauf kam dann die Tochter Judy wieder zurück ins Haus mit der Nachbarin und sie warteten dort zusammen auf die Polizei. Und natürlich wollte Judy auch gucken, was da jetzt mit ihren Geschwistern passiert. Nicht, dass ihr Vater da währenddessen auf die Geschwister losgeht und denen etwas antut. Aber sie hatte Glück. Die Geschwister blieben unverletzt und sie fanden dann den Vater Harold im Badezimmer, wie er sich gerade richtig viele verschiedene Medikamente einwarf und auch 15 Minuten später einfach starb an einer Überdosis an so einem Medikamente-Mix. Die Polizei traf dann auch ein und fand dann eben ganz, ganz furchtbar die Leiche der Mutter Lillian im Schlafzimmer, ließ sie abtransportieren und die drei Kinder kamen daraufhin zu einer Pflegefamilie, zu Familienangehörigen von Lillian. Also ich denke mal, das war ihre Großmutter, also ihre Großeltern, die sie dann aufgenommen haben. Oder die Tante, auf jeden Fall Familienmitglieder von Lillian. Nun fragen sich natürlich alle, wie konnte es dazu kommen, diese scheinbar perfekte Familie? Wie konnte sich so eine unglaubliche Horrortragödie einfach in dem Haus abspielen, ohne dass es irgendwelche Anzeichen gab? Oder, ja, keine Ahnung, die Frau Lillian hatte nie irgendwas gemerkt von all dem. Das konnte sie jetzt natürlich nicht mehr erzählen, aber auch die Tochter berichtete, es war alles normal. Niemand dachte, dass irgendwie sowas passieren würde. Aber Ermittler fanden heraus, dass die Familie doch nicht so wohlhabend war, wie es zu sein schien. Denn Harold hatte sehr, sehr große finanzielle Probleme. Und außerdem fand man auf seinem Nachttisch ein aufgeschlagenes Buch, eine göttliche Komödie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie so ein Buch geschrieben ist, aber auf jeden Fall geht es darum, um die Reise nach dem Tod, also was man da alles so erlebt. Und irgendwie hatte er sich anscheinend mit solchen Dingen beschäftigt. Vielleicht, ja, hatte das Ganze wirklich schon länger im Voraus geplant und wollte der ganzen Sache ein Ende setzen. Ich frage mich immer, wie man dann so grausam sein kann und seinen Kindern auch noch etwas antun kann. Wenn er nicht mit seinem Leben zufrieden ist, okay, dann ist, also es ist natürlich nie eine Lösung, aber wenn er jetzt meint, er müsste das machen, dann okay, dann soll er sich umbringen, aber doch nicht seine Familie, ey. Bitte, wie krank ist das, auch noch auf so grausame Weise. Ein Jahr nach dieser ganzen Tragödie wurde das Haus dann an ein Ehepaar namens Emily und Julian Enriquez verkauft. Wo das ganze Mysterium allerdings weitergeht, denn die beiden zogen nie in das Haus ein. Es stand wirklich jahrelang leer, unberührt mit all den Möbeln von der Familie Perelson noch. Und es wurde nie irgendwas renoviert. Sie waren eigentlich auch nie in dem Haus drin. Und man weiß auch bis heute nicht, warum sie das Haus überhaupt gekauft haben. Und im Jahre 1994 verstarb dann Emily. Und das Haus wurde an ihren Sohn Rudy vererbt, der allerdings auch nie in das Haus einzog, sondern einfach nur so ein paar Sachen dort zwischenlagerte, aber auch die Möbel der Familie Perelson immer noch da drin ließ. Also ganz merkwürdig. Warum? Ja, viele sagen, es war verhext, das Haus. Natürlich lockte das Haus auch sehr, sehr viele Besucher an, die sich dort ein bisschen umschauen wollten und auch viele Fotos gemacht haben. Und viele beschreiben es als einen wirklich unheimlichen Ort, dass sie einfach den Drang verspüren, von dort so schnell wie möglich wieder wegzukommen und dass es sich einfach so anfühlt, als würde es dort spuken. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich jetzt nicht. Dass man da ein komisches Gefühl hat, kann ich mir natürlich sicherlich vorstellen, wenn man weiß, was sich dort abspielte. Das ist wirklich eine unfassbar schreckliche Geschichte. Außerdem wurde dort durchs Fenster ein Tannenbaum gesehen und unter diesem Tannenbaum sollen noch ganz, ganz viele unausgepackte Geschenke liegen. Also wirklich so, als ob
dort gerade jemand gefeiert hat und nur kurz das Haus verlassen hat. Viele beschreiben es auch, dass es wie eine kleine Zeitkapsel ist aus den 50er Jahren, weil dort eben alles so unberührt aussieht. Auch die ganzen Möbel aus den 50er Jahren dort noch stehen. Man findet Schallplatten und alles Mögliche. Und man fragt sich auch, weil die Familie Patterson jüdisch war, das heißt, sie würden eigentlich gar kein Weihnachtsfest feiern. Und ich meine, wer legt auch schon am 6. Dezember die Geschenke bereits unter den Tannenbaum? Das macht ja eigentlich niemand. Deswegen wird gemunkelt, ob dort vielleicht zwischendurch doch mal eine Familie lebte. Was irgendwie auch komisch ist, denn wie gesagt, es standen dort noch alle Möbel der Familie Patterson, es lagen dort noch Puppen von den Kindern rum und so weiter und so weiter. Also richtig, richtig unheimlich. Und im Jahre 2015 starb dann auch Emilys Sohn Rudy. Also ich hoffe, ihr kommt nicht ganz durcheinander mit den ganzen Namen. Und das Haus wurde im Jahre 2016 an ein anderes Ehepaar verkauft für etwa 2,2 Millionen US-Dollar. Und laut einem Artikel ist dieses Ehepaar dann auch dort eingezogen. Das heißt, nach fast 60 Jahren ist dieses Haus wieder bewohnt. Ich denke mal, sie haben die Möbel rausgeschmissen. Darüber habe ich jetzt leider im Internet nicht viel gefunden. Aber da dieses Ehepaar nicht an den ganzen Spuk um dieses Haus glaubt, obwohl halt viele, viele Leute, die diesen Ort besucht haben, wirklich fest davon überzeugt sind, dass die Leiche der Mutter Lillian, also dass der Geist noch in diesem Haus herumspukt und dort eben sein Unwesen treibt und nicht möchte, dass dort Leute wohnen. Ja, und das war eigentlich auch schon die gruselige Adventsgeschichte. Die ist natürlich wirklich passiert. Also falls ihr wieder fragt, ist das wirklich passiert? Das ist wirklich passiert. Grundsätzlich sind meine Mysteries immer wirklich passiert. Also ich erzähle euch nur wahre Geschichten. Wie gesagt, ihr könnt es auch sehr gerne mal googeln. Ihr findet das Haus auch auf einigen Immobilienseiten, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber ja, falls es euch interessiert. Und zum Schluss grüße ich noch einmal die Jamie H. Die meinte, sie hat schon alle meine Videos angeguckt. Das freut mich natürlich auch total. Ja, und dann würde ich sagen, schaltet gerne nächstes Mal wieder ein zu einem neuen Video. Ich denke mal, das nächste Video wird wieder ein Grusel-Community-Geschichten-Video. Und ja, bis zum nächsten Mal.